Zwei Dinge sind neu an diesem Video. Zum einen ist es ein 4:3. Das liegt daran, dass wir hier PC-Spielszenen sehen. Zum anderen sitzt hier der Herr Frank neben mir. Von der PC Action. Ganz genau. Und der hat das Spiel sehen können und hat hier sein Play 3 DVD-Debüt. Ja, ich freue mich ja toll. Haha. Heiratet sind. Ich will lernen, ein anständiger Mensch zu werden. Du willst meine Tochter heiraten? Ich liebe sie und sie liebt mich. Pah, Liebe. Ja, wie du siehst, beginnt das Spiel mit einer Romanze. Und mit guter Synchro. Stimmt. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Aber wenn du die Gesichter genauer anschaust, die sind nur mäßig animiert, sprich nur die Mundpartien. Der Rest ist noch nicht so weit. Wird aber bis zur Veröffentlichung am 12. Oktober wohl fertig sein, laut Publisher. 12. Oktober ist gar nicht mehr so weit weg in Videospielzeit. Ja, angeblich sind sie aber zu 90% fertig mit dem Spiel und machen nur noch kleinere Sachen wie Balancing, Bugs. Okay, das Ganze wird ein klassisches westliches Rollenspiel. Richtig. Und wer die Gothic-Serie vom PC kennt, weiß eigentlich, worauf er sich einstellen kann, oder? Genau, ziemlich derbe Dialoge, schwarzer Humor, viele Kämpfe und hoffentlich nicht so viele Bugs wie in den Vorgängern. Gerade auf der Konsole wäre es gut, wenn es da keine gibt. Also man kann davon ausgehen, ich meine, die Spiele, die parallel für Konsole und PC entwickelt werden, die sind normalerweise qualitativ etwas besser. Oder der Erscheinungstermin wird kurzfristig verschoben. Wetten? Das kann sein, stimmt. Er hatte einen Streit mit Meermund, der rechten Hand. Hier siehst du übrigens einen alten Bekannten aus den vorigen Teilen, den Gorn. Das kann ja jeder behaupten. Und jetzt gleich auch den Diego. Wenn du mich nicht durchlässt, die sagen mir alle nichts. Du hast nie gespielt, oder? Es ist lange her. Am ersten habe ich mich damals versucht, war schön, aber seitdem habe ich die Serie aus den Augen verloren. Wie wirkt denn das Spiel insgesamt in seiner 90% Fertigkeit? Ziemlich stimmig. Also wir konnten noch nicht so viel sehen, aber das, was wir gesehen haben, war auf jeden Fall ziemlich stimmig und macht definitiv Lust auf mehr. Also wir wollten die Entwickler gar nicht gehen lassen. Die mussten, glaube ich, 2 Stunden länger da bleiben, als sie eigentlich geplant haben. Und ich nehme an, es ist wie bei den Vorgängern, dass man eine große offene Spielwelt hat und sie auch selbstständig erkunden kann? Ja, die Größe ist vergleichbar mit den beiden vorigen Teilen, sprich liegt irgendwo zwischen Gothic 2 und Gothic 3 und soll ziemlich viele umfangreiche Quests geben mit mehreren Lösungsmöglichkeiten, die auch ineinander übergehen. Also ist sehr, sehr interessant. Also ich bin wirklich angetan von dem, was ich hier sehe, weil es auf der PS3 meiner Meinung nach nicht genügend Rollenspiele gibt und erst recht nicht genügend westliche Rollenspiele. Also ich hoffe, die bekommen die Konsolenumsetzung hin und lassen die PS3-Version auch richtig schick aussehen. Du konntest auch einen Blick auf die 360-Version werfen, die sieht auch in Ordnung aus, oder? Sieht super aus und lässt sich auch wunderbar steuern. Leider aber nicht die PS3-Version. Anders, wir haben die PS3-Version nicht gesehen, die wurde noch nicht gezeigt. Es ist ja ganz gern so, dass bei Multiplattform-Entwicklungen die PS3 am schwierigsten zu bezwingen ist. Ich drücke einfach den Entwicklern die Daumen, dass sie das hinbekommen. Ich ebenfalls. Und es erinnert schon fast an Monster Hunter. Ole. Wie ist denn der Spielverlauf? Wie viel Prozent machen Kämpfe aus? Wie viel Prozent Erkundungen und Gespräche? Du hast sehr viel Erkundung im Spiel, du hast auch sehr viele Gespräche. Also ich schätze mal, wenn ich Prozentzahlen nennen müsste, dann wäre es ungefähr bei 30% Erkundung, 30% Kampf, 30% Gespräche und 10% noch irgendwas, was wir noch nicht wissen. Ich zerstöre die Lurker-Gelege für dich. Die Lurker hier in der Gegend sind zu einer echten Plage geworden. Zerstör ihre Gelege und bring mir die Eier als Beweis. Gelege und Eier. Wird man wieder Sumpfkraut rauchen können wie in den Vorgängern? Das ist noch nicht bekannt, aber ich hoffe mal schon, weil das ist ja ein typisches Markenzeichen der Gothic-Reihe. Ganz genau. In Gothic darf man bewusstseinserweiternde Substanzen konsumieren, mit allen Konsequenzen. Genau. Wobei das Spiel vermutlich in Australien dann auch irgendwie indiziert wird, weil dort darf man sowas in Spielen nicht zeigen. Interessant. So geschehen in Fallout. Und wieder was gelernt. Bildungsauftrag erfüllt quasi.